Hi Leute, heute wollte ich mal an drei einfachen Dingen erklären, wie Diabetes entsteht und wie man Diabetes wieder rückgängig machen kann, wenn man Diabetes Typ 2 hat oder wie man viel weniger Insulin spritzen muss, wenn man Diabetiker Typ 1 ist. Also wie ihr wisst, ist es ja bei mir immer ganz, ganz einfach, deswegen gibt es hier drei einfache Dinge, mit denen ich euch das erklären werde. Also, ich stelle die Bauchspeicheldrüse dar. Und die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Das ist dieser Schlüssel hier. Insulin sorgt dafür, dass Zucker, Kohlenhydrate, Glucose in die Zelle gelangt. In jede einzelne Zelle unseres Körpers. Und jede einzelne Zelle hat einen Rezeptor für das Insulin. Das Insulin sagt dann am Rezeptor Bescheid, das dockt er an, schließt und sagt der Zelle damit Bescheid, hallo, hier ist ganz viel Glucose im Blutkreislauf, lass das bitte mal in die Zelle rein. Weil die Zelle braucht Treibstoff und das ist eben Glucose für die Zelle. Immer. Egal, ob ihr euch fettreich ernährt, egal, ob ihr euch kohlenhydratreich ernährt oder eiweißreich, immer braucht jede einzelne Zelle Glucose. So. Und das hier, das ist das Fett in eurem Blutkreislauf. Und jetzt gibt es ein Problem. Das nennt sich Mischkost. Mischkost ist das, was wir hier in der westlichen Welt essen. Und zwar ein bisschen Tierprodukte, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Milch, ein bisschen Eier, ein bisschen Käse, Sahne. Das Ganze ist sehr, sehr fettlastig. Gesehen auf die Kalorien hat man da ungefähr 40-60% der Kalorien, die aus Fett kommen. Und nebenbei isst man dann noch der Gesundheit halber, sag ich mal, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Kartoffeln, Reis, Nudeln, aber sehr, sehr wenig davon. In erster Linie ernährt man sich eben fettreich. So, und was dann passiert, ist Folgendes. Dadurch, dass ihr euch fettreich ernährt, baut sich über Jahre um diesen Rezeptor der Zelle und in der Zelle selbst eine Fettanlagerung an. Über Jahre. Und dann ernährt ihr euch ganz normal weiter und die Bauchspeicheldrüse schüttet dann Insulin aus, weil sie merkt, hier im Blutkreislauf ist ganz viel Zucker. Der muss in die Zelle rein. Und dann schützt sie das Insulin aus und Insulin versucht da anzudocken. An diesem Rezeptor der Zelle. Aber das funktioniert ja nicht, weil das Fett ja da ist. Und deswegen merkt die Bauchspeicheldrüse dann, im Blutkreislauf ist immer noch ganz viel Glucose, immer noch ganz viel Zucker. Das muss da rein. Also schüttet die Bauchspeicheldrüse noch mehr von dem Insulin aus. Nur das Problem ist, irgendwann geht die Bauchspeicheldrüse davon kaputt. Weil die sich denkt, ha, bringt ja nichts. Funktioniert ja nicht. Ne? Ja, und dann kann es sein, dass der Körper die Insulinproduktion eben einstellt. Und dann kommt die Pharmaindustrie ins Boot, die dann Insulin von außen zuführt, durch entweder Tabletten, Medikamente, manchmal sogar durch Spritzen, die dann Insulin enthalten, womit dann das Ganze wieder gesteuert wird, das System in Gang gebracht wird, weil der Zucker muss ja aus dem Blutkreislauf raus. Und was die meisten Ärzte empfehlen und auch die Ernährungsberater, ist eine Ernährung, die wenig Kohlenhydrate enthält. Weil sie sich ja denken, okay, gut, der Körper produziert ja kein Insulin mehr, wir müssen ja Insulin von außen zufügen. Und damit wir nicht so viel zufügen brauchen, empfehlen wir den Leuten, esst doch bitte weniger Kohlenhydrate, damit ihr hier im Blutkreislauf weniger Zucker, Glucose vorhanden habt, die dann in die Zelle muss. Je weniger Glucose eben da ist, desto weniger muss man Insulin zuführen. Ist ja in dem Falle ganz logisch. So, das Problem wird aber damit nicht gelöst. Ihr seht, weiterhin, es wird zwar
Insulin zugegeben, das funktioniert in einem gewissen Maße dann auch, aber das Problem wird nicht gelöst. Und wenn man jetzt mal in Länder schaut, die sich kohlenhydratreich ernähren, fast in dem Schnitt von 80% Kohlenhydrate aus den Gesamtkalorien, 10% Eiweiß und 10% Fett, also mit sehr, sehr wenig Tierprodukten, sehr wenig Fleisch, sehr wenig Milch, dafür aber einen riesen Anteil an Kohlenhydraten basiert auf Stärke. Ja, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Asien zum Beispiel, China, die kennen da Diabetes nicht. Wieso nicht? Weil eine kohlenhydratbasierte Ernährung eben immer sehr, sehr wenig Fett enthält. Das heißt, dieses Fett um den Rezeptor der Zelle und in der Zelle selbst kann sich gar nicht anlagern, weil die Leute ja eben fettarm essen. Ja, und jetzt kommt die Lösung der ganzen Sache. Stellt man einen Diabetiker oder auch einen normalen Menschen, es muss ja nicht immer so weit kommen, bis man dann krank ist wirklich und dann sagt, ups, jetzt müssen wir mal was machen, sondern man kann ja schon vorbeugen, stellt man den um auf eine kohlenhydratreiche Ernährung und sagt denen, du kannst so viele Kohlenhydrate essen, wie du möchtest, so viel Stärke, so viel Kartoffeln, Nudeln, Reis, du kannst so viel Obst essen, wie du möchtest. Fructose zum Beispiel, das braucht gar kein Insulin, um in die Zelle zu kommen, ist vollkommen unabhängig davon. Und man sagt dem aber auch noch, lass bitte die Öle weg. Lass Margarine weg, lass Tierprodukte raus. Ganz, ganz wichtiger Teil. Tierprodukte sind sehr, sehr fettreich. Auch wenn das von den prozentualen Angaben auf der Packung vielleicht hinten so aussieht, 1,5%ige Milch, ja, dann ist das auf die Kalorien gesehen trotzdem immer noch 40-50% der Kalorien, die aus Fett kommen. Und das ist das, was sich eben über Jahre anlagert. Und wenn man denen weiterhin noch sagt, Nüsse minimieren, wirklich minimieren, ja, ganz kleine Mengen davon, ganz kleine Mengen an Oliven, dann passiert Folgendes. Dadurch, dass der Körper ja nicht weiter mit Fett zugeschüttet wird, was ja eben bei der Empfehlung von den deutschen Ärzten weiterhin passiert. So, was dann passiert bei dieser fettarmen Ernährung, ist dieser Tropfen um die Zellen, löst sich und verschwindet. Ganz einfach. Und dann merkt die Bauchspeicheldrüse irgendwann wieder, okay, es kommen sehr, sehr viele Kohlenhydrate rein. Also sollte ich ja vielleicht mal irgendwann wieder Insulin ausschütten, ist ja ganz sinnvoll. Ja. Dann schüttet sie Insulin aus. Insulin dockt an den Zellen an, kann schließen, weil das Fett ja nicht mehr da ist. Und Diabetes ist verschwunden. Das passiert meistens schon innerhalb von 1-2 Wochen. Also wenn die Leute umstellen, dann müssen die Medikamentengaben sehr, sehr schnell angepasst werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten sind die viel zu hoch und die Leute sind nachher unterzuckert. Das ist ja natürlich auch nicht gut. Ja, ihr seht, im Grunde genommen ist es ganz, ganz einfach, mit der Methode, die hierzulande empfohlen wird, eben die Kohlenhydrate zu streichen. Wird das Bankkonto der Pharmaindustrie natürlich immer, immer größer, weil der Patient selbst ja abhängig ist von dem Insulin, was von außen zugeführt wird und er nicht wirklich weiß, wie ernähre ich mich denn jetzt richtig. Aber mit der Methode, sich kohlenhydratreich und fettarm zu ernähren, da gewinnt man natürlich keine Patienten, da verliert man die Patienten, weil die keine Medikamente mehr brauchen. Ja? Deswegen wird das nicht hier empfohlen, das ist doch ganz logisch. Ich verlinke euch das Buch von Dr. Neil Bernard, Reversing Diabetes, nochmal in der Infobox unter diesem Video. Und ist leider auf Englisch, aber ich denke, das Grundprinzip solltet ihr verstanden. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und es war verständlich erklärt. Und ich wünsche euch alles Gute und gute Besserung, falls ihr Diabetiker seid. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was das Richtige ist, wie ihr euch selbst heilen könnt. Und allen anderen wünsche ich, dass es gar nicht erst so weit kommt. Alles Gute. Ciao.